Das Thema heute bei Comic Room. Hallo, hier ist Andreas vom Projekt Comic Room. Unter den Arbeits sind die Styroporplatten geklebt worden. Mit den Verbindern sind die beiden fertigen Plattformen zusammengeschraubt. Als Kantenabschluss brachte ich rundherum die Leisten an. Weiter geht es mit der Steckdose für meine Leselampe. Ich bereite den Platz in einer der Ecken von der Plattform für die Bohrung der Hohlwanddose vor. Mittlerweile habe ich eine gewisse Übung im Umgang mit dem Stechbeitel. Die Dose wird eingesetzt. Und mit Schrauben fixiert. Der gleiche Vorgang wird für die Hohlwanddose ausgeführt, die später direkt unter dem Pfeiler sein soll. Mit dem hochkanten Aufstellen der Plattform haben wir leichtes Spiel beim Schlitzen mit dem Schraubenzieher. Dann verlegten wir den ersten Kabelabschnitt zwischen den beiden Dosen. Anschließend drehten wir die Plattform herum. Das Netzteil des Rechners wird auf der Unterseite platziert. Wieder darf ich meine Erfahrung mit Stechbeitel und Hammer anwenden, denn das Styropor ist flacher als das Netzteil. Daher muss ich noch ein wenig von der Arbeitsplatte abtragen. Endlich! Der Korpus des Netzteils passt nun hinein und ragt auch nicht hinaus. Das teste ich mit der Schaufelkante. So, alle Verkabelungen sind ausgeführt. Die Stromzufuhr passiert hier unten an der Seite. Dort ist auch ein Stecker angeschlossen. Und hier unsere beiden Einzelkomponenten. Pfeiler und Plattform. Zum Schluss setze ich die Steckdose für die Leselampe ein.